Hi Leute, in dem Video heute geht es um Reibung, um Widerstand. In was für einem Zustand dein Körper sich befindet, wie du ihn wieder in einen reibungsfreien Zustand bringst. Und zwar ist es ganz schön der Vergleich. Wenn du deinen Körper, zum Beispiel mit dem Fahrrad vergleichst, einmal gibt es da verschiedene Modelle, zum Beispiel einen Rennrad und ein Mountainbike. Und wer schon mal von euch beides gefahren ist, zum Beispiel, der hat vielleicht gemerkt, dass ein Rennrad, wenn die Reifen schön aufgepumpt sind, alles schön startklar gemacht ist, es rollt fast ohne Widerstand. Der Widerstand ist so gering. Es rollt so leicht und locker. Und in den Zustand solltest du deinen Körper wieder bekommen. Und das bekommst du einfach, indem du deinen Körper reinigst. Durch Rohkost, durch die Ernährung. Und dein Geist genauso. Durch Meditation, durch Atemtechniken, egal durch was. Gibt es genug Mittel, egal welche. Ja, im Happy Life Kurs habe ich einige zusammengefasst und im Rohkostreinigungsweg gehe ich auf die ganze Ernährung sowas von explizit ein. Und ja, da sind ein paar Methoden. Andere haben genauso Methoden. Es ist nichts besser, nichts schlechter. Es ist keine neue Erfindung. Es war alles immer da. Und Arnold Ehret hat es zum Beispiel auch beschrieben beim Fasten, dass es nur darum geht, du löst alte Gifte im Körper, alte Zellgifte, und dann hat er zum Beispiel die erste Mahlzeit genommen und dann ist dieser ganze Widerstand langsam raus, dieser ganze Schleim, die ganzen Fremdstoffe haben sich im Darm angesammelt und mit der ersten Mahlzeit geht dann dieser Widerstand wieder raus, diese ganzen Fremdstoffe, die da im Körper gestaut haben, die Gelenke belastet haben, die das Gewebe belastet haben, die gehen dann wieder raus. Der Körper wird wieder elastisch, jung, formbar, weich, wie bei einem Baby. Das ist so beweglich, wie junge Triebe bei einem Baum. Die sind beweglich, frisch, wasserhaltig. Und nicht wie im Alter, auch die Bäume Wasser verlieren, austrocknen, verdörren und die Äste knacken einfach nur und zerbrechen, zerbersten. Das ist genau das Gleiche, was in der Gesellschaft mit den alten Menschen bei uns passiert, dass die Knochen brüchig werden, alt, ganz leicht bersten, der Körper dehydriert. Das ist auch das, was Lauren Lockman zum Beispiel, der ein Fastencenter in Costa Rica hat, beschrieben hat. Er misst, wie dehydriert bzw. wie hydriert der Körper ist. Und alles Esser haben wirklich einen, ich weiß es gar nicht mehr, waren es 68% rum oder 66% Wassergehalt im Körper oft. Und Leute, die immer weiter den Körper reinigen, über Jahre Rohkost essen, hydrieren den Körper langsam wieder. Der wird wieder wie bei einem Kind, der nimmt wieder viel mehr Wasser auf, das Gewebe wird wieder weicher. Und es geht teilweise dann wieder über 70% hoch, ich weiß nicht, ob er sogar, weiß die Zahl nicht mehr genau, deswegen möchte ich jetzt nichts Falsches sagen. Aber der Körper hydriert sich wieder, wird wieder weich, wird wieder flexibel und reibungsfrei. Und das ist auch das, was Ehret beschrieben hat. Nach dem Fasten, erste Mahlzeit, Widerstand wieder raus. Und plötzlich hat er eine Energie gehabt, hat irgendwie, ich weiß es nicht, 21 Tage Wasserfasten gemacht. Und dann hat er ein paar hundert Sit-Ups oder Liegestützen gemacht am Stück. Zack, der Widerstand war weg. Es war nicht so, dass, ja. Und plötzlich ist alles reibungsfrei. Wenn dieser Schleim dann wieder aus dem Darm rausgedrückt ist. Es geht nur darum, den Körper zu reinigen, alte Fremdstoffe, die sich über Jahre im Körper, über Jahrhunderte sogar von den letzten Generationen, beziehungsweise über Jahrzehnte in deinem Leben vermutlich angesammelt haben, dass man die wieder rausbekommt. Und dann kommst du wieder in den Zustand, dass dein Rad wie ein Rennrad ganz sanft und leicht und flockig läuft. Es ist einfach, ja, so smooth. Es ist so ohne Anstrengung.
ist einfach kein Widerstand mehr. Aber wenn in deinem Körper Widerstand ist, jeder Schritt ist anstrengend, alles ist, dein Körper, wenn er sich reinigt, wird alles wieder locker und alles leicht. Der Körper ist dann wieder entspannt. Und ja, ich meine, probier mit einem platten Reifen zu fahren oder mit einem Mountainbike. Oder wenn ein Dynamo dran ist, kennt ihr noch die Dynamos? Heutzutage gibt es öfter Nabendynamos, die haben nicht so einen Widerstand. Aber sonst, wo der Dynamo noch direkt an Reifen war, dann machst du den mal rein und dann dreht sich gleich mal ein paar Stufen schlechter, ein paar Stufen schwieriger. Und auf diesem Level laufen die meisten Körper heutzutage. Und wenn du den Körper wieder langsam reinigst, es wird alles wieder leicht, locker. Es wird wieder so sanft. Du brauchst keine Energie mehr aufzuwenden, um den Körper zu bewegen. Es ist alles reibungsfrei. Beziehungsweise, es ist mit der so eine geringe Reibung da. Der Widerstand ist sowas von reduziert. Ja, das wollte ich heute nochmal loswerden in dem Video und euch da wirklich mal nochmal an die Hand geben, wie stark dieser Unterschied ist. Das ist wirklich, das sind Meilenunterschiede. Und erst wenn man es erfahren hat, dann kann man es nachvollziehen. Wir haben uns jetzt jahrelang in so eine Situation reinmanövriert, der Körper wird immer unbeweglicher, immer steifer, irgendwann Osteoporose und die ganzen Knochen brechen, über Jahre immer wieder was angesammelt. Und haben gar nicht gemerkt, in was für eine Situation unser Körper gekommen ist. Wenn man aber jetzt wieder anfängt, den zu reinigen, dann merkt man, ey, in was für einer Atmosphäre, in was für einen Zustand habe ich den Körper gebracht. Das ist wie wenn du in einem Klassenzimmer hockst, die Luft wird immer schlechter, ganz langsam. Kein Fenster ist offen und dann kommt in der sechsten Stunde der Lehrer rein. Sagt, was ist denn hier für eine Luft? Und dann machst du das Fenster auf und dann schnallst du, hey, wie konnte ich die ganze Zeit in diesem Raum hocken? Das ist dieser Effekt, wenn man eine Veränderung ganz langsam über einen längeren Zeitraum macht, wie so dieser Frosch, der im Wasser hockt und man das Wasser langsam zum Kochen bringt. Oder dieser Klassenzimmer-Effekt. Genau dasselbe. Und jetzt, wenn man mal wieder merkt, was Gesundheit sein kann, was, wie man seinen Körper spüren kann, wenn man mal wieder Rohkost isst, frische, lebendige Nahrung und den Körper einfach reinigt und genauso Geist und Gedanken klärt, meditiert, Atemtechniken anwendet, egal was, dann kommst du wieder in einen Zustand, dass alles reibungsfrei abläuft. Und das wünsche ich einfach jedem. Das wollte ich heute in dem Video einfach mal loswerden. Genau, aber das war's ansonsten alles schon. Ja, macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.